auch. Das heißt also, überall wo sie hingeht, ist so ein Feuerschwarm um sie herum. Ja, es brennt einfach überall. Müssen wir da jetzt durchgehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, ich glaube, du musst wieder zurück. Ja. Hätte auch symbolisch, glaube ich, irgendwie... jetzt sind wir im Treppenhaus. Im eigentlichen Treppenhaus. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht's wieder aufwärts. Hätte auch symbolisch, glaube ich, einen seltsamen Wert, wenn du in dieser Stelle hinter ihr hergehst. Das. Ja, weil sie... Spoiler-Alarm, wir werden sie nicht mehr wiedersehen. Richtig. Ne? Apartment ist scheiße. Wart mal erst ab, bis du im Hotel bist, ne? Karte. Yay. Tja, sieht ziemlich einseitig aus, ne? Ziemlich. Jetzt gehen wir da schon in so eine Tür ins Nichts. Aha. Laut der Karte, wenn wir hier denn durch müssen, und das müssen wir. Ey, bei diesem Gang werden die Erinnerungen an Silent Hill 3 wach. Pass auf, dass ich kein großes rotes Licht verfolge. Nee, ich nehme lieber die neuen roten Speicherpunkte. Ich glaube, das Spiel wollte dir an dieser Stelle etwas sagen. Speicher, du Horst. Ja. Irgendwie schmeißt es dir diese Message ins Gesicht. Speichere. Ich mach mal zu. Ganz großen Sicherheit eine neue Speicherdatei. Ja. Ich möchte bitte nicht nochmal so ein Herzkasper-Moment haben, ja. Ja. Da ist eine große Tür. Ja, eine Tür, die diese neuen Speicherpunkte vermutlich auch rechtfertigt. So, heilen wir uns mal zur Sicherheit. Und dann schreite ich mal hindurch. Ohne vorher nochmal durchatmen. Mach nochmal Stretch-Übungen, so einmal den Nacken dehnen, ja, sehr gut. Rechts, links, hoch, runter, sehr gut. Einmal kreisen lassen. Auf geht's. What happens next? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Oh. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Zwei von ihnen jetzt. Das finde ich nicht cool. Warum hat Maria schon wieder gelebt? Ja. I was weak. Ja, das war's. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Oh je, Mini. Es sind gleich zwei Tage. Ja, und sie sind nicht nett. An dieser Stelle muss ich noch einen kleinen Gruß loswerden, denn der Tenpin Master hatte mir in einem der Videos kürzlich geschrieben, dass es bei diesen
Bosskampf irgendwie einen Trick gibt mit dem großen Messer oder so. Ich habe mir jetzt leider sein Video nicht angeguckt, worauf er mich hingewiesen hat, wo er diesen Trick ausgeführt hat. Deswegen kann ich ihn auch leider nicht anwenden, aber ich habe es verpennt, mir das Video anzugucken, aber schöne Grüße an dieser Stelle hier. Sehr gut. Gibt dir jemand Tipps? Ich habe nicht nach diesem Tipp gefragt, aber ich hab's. Oh, kacke. Er hat es halt erwähnt und ich mache hier gerade irgendeinen Shit. Sehr gut. Das finde ich großartig, dass du das machst. Pass mal auf, nicht, dass du dich erwischt, das tut weh. Oh, gut, dass du die Leute mit Heilmittel totschmeißen kannst im Moment. Das ist ja wirklich mehr als genug. Oh Mann, oh Mann. Die Gebrüder Pyramide. Patronen, hier nachladen, hier im Spiel nachladen ist unglaublich uncool. Ja. Nee, das ist mir schon wieder zu nah. Ich habe bei diesem Kampf meine Schüsse auch mitgezählt und dann halt in die Hühner. Das ist wesentlich einfacher. Zeit braucht. Scheiße. Oh, fuck. Noch nicht in die Rippe stupsen. Das muss man nicht machen, Pierre. Das muss man nicht machen. Das ist keine gute Idee. Nervenzerreibender Kampf. Am Rande des Todes, ne? Am Rande des Todes, in dem Colonel Shine beweist, ich nehme jetzt mal das Messer, wie gut er gegen Pyramid Head kämpfen kann. Geil, und der andere hat sogar noch daneben gehauen, bis er mir in den Rücken sticht, weil ich mit dem Ding nicht schnell genug laufen kann. Genau. Aber hey, ich habe einen Treffer mit dem Messer gelandet. Das ist sehr gut. Das kostet Energie für sie. Das hat Stil. Das hat richtig Stil. Ja. Diesen Kerl mit seinen eigenen Waffen zu klauen. Ja, er hat ja jetzt einen Speer. Oder beide. Ja. Im Kreislauf muss wieder Ocelot-Bosskampf. Ja. Wobei im Ocelot-Bosskampf ist es ja eigentlich eher nicht zuträglich, wenn du die ganze Zeit nur im Kreis läufst. Mach es nicht wie Konso. Es ist eigentlich schlauer, hin und her zu laufen. Sag ich auch. Es sei denn, du spielst Twin Snakes und kannst sie mit der Ego-Perspektive in 20 Sekunden besiegen. Ja, darauf freue ich mich schon sehr, den Run anzuschauen. Bisher nur das erste. Oh, ich glaube. Oh. Oh. Übrigens eine meiner Lieblingsszenen. Ja. Trophy Hype, ich brauch dich nicht. Brauch dich nicht mehr. Ja, die Musik hier ist sehr episch bei dem Kampf hier. Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Das ist ein guter Pyramidenkopf. Ja, sehr guter. Er scheint etwas zu halten. Scharlachrotes Ei. Crimson Egg, ne? Crimson Butterfly. Oh. Sehr gut. Bekomme ich doch instant ein Ohrwurm. Pyramidenkopf. Rosa. Ne, rostfarbenes Ei. Ein rosafarbenes Ei. Das fände ich großartig. Ja, jetzt müssen wir hier die Eier einsetzen, ne? Ja. Muss die Eier in die Kuhle legen. Ist das eigentlich egal, welches man wo einsetzt? Ich glaube, oder? Ich habe mir damals keinen großen Kopf gemacht. Ich glaube, das ist völlige Wumpe. Also für mich ist das eigentlich ein knallrotes Ei. Ja. Aber knallrot ist halt keine offizielle Farbe im Farbkreis, weißt du?
knallrot. Oh, wie ein Osterei. Schön. Ich möchte auch so ein Eierschloss als Haustürschloss haben. Ja, stell dir mal vor, irgendjemand geht ins Aldi, kauft ein paar Eier und ständig gehen die Leute bei dir ein und aus. Guck mal, jetzt ist sogar selbst der Umschlag weg. Ach, verrückt. Ja, hat alles Symbolkraft. Und wie der gute James ja gesagt hat, der Pyramidenkopf ist ja auch seine Fantasie. Der ist quasi ja dieser Scharfrichter, der ihn bestrafen soll für seine Taten. Aha. Er hat ja auch gerade gesagt, ich bin schwach, deshalb brauchte ich dich, um mich für meine Sünden zu bestrafen. In doppelter Ausführung. Ja. Ja, und Maria ist dazu da, um ihm zu zeigen, wie schwach er wirklich ist. Wie sagte Liquid Snake einst, du kannst niemanden beschützen, nicht mal dich selbst. Stehe! Sehr schön. Es war eine wunderbare Liquid-Impression. Ich bin beeindruckt. Leider kann ich dich hier nicht durchlassen. Oh. You shall not pass. So, jetzt sind wir durch die Eiertüren gegangen. Die Wände sehen nicht mehr gar so verschimmelt aus. Ja, es sieht eigentlich eher wieder normal aus. Ne? Ja. So, als hätte James mal den Schmierfilm vor seinen Augen weggewischt. Den Schmierfilm. Ups, da ist er wieder, der Schmierfilm. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James, wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Stille. Ja. Es nimmt mich ein bisschen mit. Ja. Klang sehr hin und her gerissen irgendwie. Aha, oh, es regnet. Ich fand schon damals hat das, also ich, als ich das letzte Mal gespielt habe, vor relativ langer Zeit, fürchte ich, dass die schon irgendwie so einen Schalter umgelegt haben. Und ab da kam ich irgendwie nicht mehr raus aus meinem, oh Gott, das ist alles schrecklich. Und oh mein Gott, ich will das nicht mehr spielen, ich will das nicht mehr wissen, das ist zu schrecklich. Ab dieser Stelle kriegt mich dieses Spiel auch irgendwie immer wieder. Und dann ja, dieser Schalter ist einfach das Videoband. Und, ja, es geht bergauf, ne? Es geht bergauf. Ja, ich muss sagen, als ich das Videoband gesehen habe und dann diese Stimme gehört habe, hier, ich will sterben, da hat es irgendwie bei mir sogar eigentlich mehr Sinn gemacht, dass zumindest der halbwegs vernünftige Gedanke war, da bei ihrem Leiden ein Ende zu machen, aber dann nicht so, wie er es getan hat, ne? Ja. Um Gottes Willen.
Das ist wahr. Das. Hä? Wow. Da steht wer. Da ist ein Bett. Ich kann nicht mit dem Bett interagieren. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu schlafen, James. Ah, ja. Mary? Nee. When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No! I won't let you. You deserve to die too, James! Ah. Digitation. Oh Gott. Ja, super gezielt. Das ist bombig. Ich wollte gerade sagen, ich schmeiße irgendwie doch mit Motten nach ein, ne? Zwei Motten. Ja, wow. So viel zu, ich werde dich niemals anschreien. Ja, und das Foto ist noch da. Foto von Mary. Ich hatte eigentlich mehr Erinnerung, dass das Foto dann, wenn man bei ihr ist, auch nicht mehr da ist. Oh, okay. Hat mich mein Erinnerungsvermögen getäuscht. Ah. Verstörend bis zuletzt. Aha. Oh Gott. Ah, nein! Den Angriff wollte ich eigentlich nicht, weil ich dachte, ich hatte sonst mal in Erinnerung, dass der immer sehr, sehr viel Energie abgezogen hat. Aber, ja gut, okay, ich hatte vorhin noch volle Energie. Run, James, run! Ja, und ziel auf die Wand. Auf die Wand und halte ich für eine Großartige. Ja? Ja. Es vibriert in Zustimmung. Warum geht die Munition aus? Was ist der? Ja, dann kommst du auf. Ja. So was kann man ja auch viel schneller mit Nahkampfwaffen besiegen. Ist natürlich eine sehr gefährliche Methode. Hab ich nie ausprobiert. Nein! Bin nur noch erstaunlich fit. Ich glaube, ich nehme wieder das Jagdgewehr. Ich glaube auch. Vielleicht reichen die zwei Schüsse. Das wäre schon awesome. Dieser echt anhänglich, ne? Lieber nochmal heilen. Ja. So sind sie, die Frauen. Und tatsächlich mit dem letzten Schuss.